Hallo Freunde, willkommen zurück in Skyrim. Ja, gleiche Aufnahmesession. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Will ich auch gar nicht. Ja, wir haben gerade eben Helmers Schande beendet. Haben Barbas geholfen, haben mit einem Deltra-Fürsten gequatscht. Und ja, inzwischen sind wir mal wieder hungrig. Wir sind am Erfrieren. Es ist eigentlich hässlich. Wir sind schon wieder in einem Schneesturm. Es ist einfach ungemütlich und schmuddelig. Es ist schon wieder dunkel. Ja, es ist schon wieder nach 8 Uhr abends. Jetzt auf großes Zelt aufbauen und Holz suchen habe ich auch keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt mal wieder Pension. Diesmal in Ivarstedt. Dort werden wir eine Nacht verbringen, uns mal wieder ein bisschen, ich sag mal, aufmunitionieren, das heißt Vorräte anlegen und so weiter. Und dann mit Barbas in die Schlacht nach Windhelm gehen. Der wird einschlagen wie eine Atombombe, habe ich das Gefühl. Wenn der so abgeht wie in Helmers Schande, dann können wir dem gerade mal ein bisschen hinterherlaufen und er wird alles kaputt beißen, was sich uns in den Weg stellt. Aber, naja, ich sag mal so. Wir lassen uns da auf Geschichten mit Daedra-Fürsten ein. Da können wir eigentlich nur verlieren am Ende. Ich glaube, noch nie hat ein Mensch gegen einen Daedra-Fürsten in so einem Handel gewonnen. Die Daedra nehmen immer noch irgendwas mit. Und ich finde es einfach nur fair, wenn wir dann im Gegenzug ein kleines bisschen die Hilfe von Barbas in Anspruch nehmen, um unsere kleinen weltlichen Probleme hier zu lösen. So, an diese Ortschaft habe ich einige. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Einige schlechte Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Okay, die Standardstadtwache wurde inzwischen durch kaiserliche Wache ersetzt. Klar, wir haben Rift erobert, die ganzen Festungen im Umkreis eingenommen und so weiter. Das Kaiserreich breitet sich einfach aus. Ja. Machen wir uns einfach mal in die warme Stube und schlafen drin. Willkommen im Gasthaus Wielemühr. Wenn ich irgendwas Barbas ist schneller als mein Schatten. Lasst es mich einfach wissen. Ist ja auch nicht schwer. Okay. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt. Die Hügelgräber hier in der Gegend sind mir eigentlich ziemlich Wurst. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Genau. Ein Zimmer bitte zum Mitnehmen. Werft einen Blick drauf. Und ein paar Laibe Brot zum Hierschlafen. Ja, ein paar Sachen können wir gleich mal mitnehmen. Werden wir öfter brauchen. Knoblauchbrot wäre mir ganz recht gewesen. Aber er hat nur Knoblauch. Aber er hat auch Brot. Vielleicht können wir daraus selber was machen. Na, schauen wir einfach mal. Das nehmen wir auch noch mit. Ich zeige euch euer Zimmer. Aber nicht wieder das ohne Tür. Nein. Ich glaube kaum, dass die Bären klug genug sind, um euch gegenüber ein Groll zu hegen, Fräulein Pemba. Ich wissen, wenn ihr sonst noch etwas. Wenn ich eure Meinung hören will, frage ich danach. Ansonsten kümmert euch um eure eigenen Dinge. Das ist nur fair. Okay. Einmal hier Nachtschicht und in aller Frühe auf zu General Tullius. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Nachtschicht. Bis gleich. Geist, es war drüben bei den Hügeln. Guten Morgen, Freunde. Das Nacht ist Ende. Wir haben Lindley. Bereits gefrühstückt. Uns geht soweit gut. Den Vampirismus sind wir auch relativ schnell wieder losgeworden. Ihr solltet euch doch von diesem Ort fernhalten. Barbas wartet noch es schön treu leid. Auf uns. Ich war neugierig. Ich habe den Geschichten keinen Also dann, Glauben auf zu General Tullius. Oh, es ist schon heller, als ich dachte. Hm, 7:15 am Morgen. Da müssen wir fast ein bisschen hinmachen. Sonst ist die Schlacht vorbei und wir hatten nichts davon. Dann liegt hier schon wieder was. Also nachts geht hier echt die Lucia, habe ich das Gefühl. Ihr seht nicht. Moment mal, schon wieder Kultisten? Ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstedt? Höchst verdächtig. Was für eine Schande. Also hier in Ivarstedt sind laufend Kultisten unterwegs. Was wollt ihr? Meine Ruhe. Das finde ich ein bisschen erschreckend. Aber gut. Machen wir uns mal auf den Weg nach Windhelm. Der General ist wahrscheinlich vor lauter Nervosität schon völlig ohne Fingernägel unterwegs. Jetzt die große Preisfrage. Mhm. Ja,
können wir hier runter? Oh je, yeah, na, ich glaube nicht, dass ich das alles treffe. Aber wir probieren es. Was soll schon schief gehen? Immer wenn ich das sage, muss ich speichern. Ist ein Reflex. Ja, wie ihr sehen könnt, kann eine ganze Menge schief gehen. Ich glaube nicht, dass das hier der Weg ist, den ich mir ausgesucht hatte. Ich bilde mir ein, es ging mehr bergab. Und die einfache Tatsache, dass Barbas nicht mehr bei uns ist, macht mir auch Sorgen. Das ist also kein offizieller Weg hier. Ja, das sieht nach einem Weg aus. Und Pferd lebt auch noch. Gut gemacht. Oh je. Gut, keine Kampfmusik. Das heißt, die Katze hat wohl genug mit zwei Ziegen. Ist ja auch mal eine nette Sache. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich falsch abgewogen bin. Na klar, ich habe mir gedacht, bloß nicht hier runterreiten. Verflixt. Ja, vielleicht kommen wir da hinten durch diese enge Stelle. Die gar nicht so eng ist, wie sie aussah. Okay, das Pferd reagiert manchmal ein bisschen affig an solchen Kanten. Das heißt, würdest du noch mitkommen, Pferd? Nein, das war ganz falsch. Oh Mann, wir brauchen ein Pferd mit Navigationsgerät. Oder eine Augenbinde für Ragen, dann kann das Pferd uns dahin bringen, wo wir hinwollen. Das wäre unterm Strich vielleicht sogar das Sicherste. Ja, solche Klippen hier runter, da braucht man nur mal einen kleinen Sprung zu machen mit dem Pferd oder abzurutschen und dann ist das Pferd tot. Deshalb finde ich das ganz gut, wenn wir hier jetzt zu Fuß unterwegs sind, solange das Pferd hinterherkommt. Wenigstens hier bis zum richtigen Weg. Ist doch der richtige, oder? Yay! Okay. Dann kann Windhelm nicht mehr weit weg sein. Nur noch hier quer über diese Ebene rüber. Da muss ich manchmal ein bisschen an Mordor denken. Beziehungsweise die Sumpfebene kurz davor. Man könnte jetzt hier auch so schräg rum. Na, keine Experimente. Irgendwann soll Barbas und unser Pferd, die sollten es schon irgendwann wieder einholen. Sonst wird's doof. Ich meine, wir haben ja das imperiale Horn gekauft, damals in Einsamkeit. Das Pferd kriegen wir auf jeden Fall wieder. Mit Barbas könnte das ein kleines bisschen schwieriger werden. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Sie hat die Narbe nicht. Was? Barbas? Oh, ihr habt recht. Pferd? Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch ärgert. Diese Quest müssten wir auch noch zwischenschieben. Wenn ihr das nächste Mal jemanden belästigt, vergewissert euch vorher, dass es die richtige Person ist. Okay, ich habe ein blödes Gefühl, was unser Pferd angeht. Das heißt, wir schauen mal, dass wir das rufen. Oh oh. Sieht so aus, als hätten wir dieses Pferdehorn nicht mehr. Oh oh. Ja, das funktioniert. Okay. Wir pfeifen unser Pferd und Barbas taucht auf. Ah, da kommt auch das Pferd. Ich war kurz davor, Barbas zu satteln. Das wäre doch mal ein Anblick gewesen. Wir ragen auf dem Rücken von Barbas. Oh je. Okay, weiter nach Windhelm. Haben es ja fast geschafft, ist ja nur noch quer durch Skyrim. Ich muss irgendwas an der Routenplanung machen.
Na, keine Abkürzung mehr. Wir bleiben jetzt auf der Straße und folgen ihr bis nach Windhelm. Ja, bin mal gespannt, wie das läuft mit Stadterobern. Wir kennen es ja bisher eigentlich nur aus der anderen Seite. Wir haben Weißlauf verteidigt und das war relativ einfach, muss ich sagen. Oh oh. Pferd, renn. Okay, ich glaube, Barbas hat... Das klang wie ein Bär. Den Bär gefressen. Hund 1, Bär 0. Barbas ist eigentlich eine unfaire Waffe. Da er, glaube ich, unsterblich ist und einfach nur unfair viel Schaden macht. Aber gut, ich hatte versprochen, wir fangen die Sache mit Barbas an und machen dann die Quest hier fertig. Und genau das machen wir jetzt auch. Wenn wir denn irgendwann mal in Windhelm ankommen. Hilfe! Okay. Ein Wolf? Kein Problem. Aber das wussten wir schon vorher. Interessant werden jetzt, glaube ich, die Sturmmäntel. Okay, das sollte uns helfen. Und dann fangen wir den Kampf mal an mit Beschuss. Wie ursprünglich geplant. Au. Ja, Barbas kümmert sich schon um den Bogenschützen. Letzte Zeuge erledigt. Ja, ganz im Ernst, das sind Sturmmäntel. Wir sind im Krieg mit denen. Es wäre eine Schande gewesen, die hier weiter laufen zu lassen. Aber für das, was ich hier finde, lohnt sich der Aufwand ja nicht. Nee, das lohnt sich überhaupt nicht. Ein paar Wölfe, da haben wir noch ein paar Felle, die kann ich dann später gebrauchen, wenn ich die Schmiedekunst weiter skille. Gut gemacht, Barbas. Bogenschützen sind ein bisschen problematisch, weil man da als Nahkämpfer so schlecht hinkommt. Bär! Und nochmal ein Bärenfell. Ich glaube, da habe ich zwischenzeitlich mal Barbas getroffen. Da muss ich mehr üben. Dem geht's gut. Wehe dem Tag, wenn der die Schnauze voll hat und der Meinung ist, er kommt auch ohne uns zurecht. Hui. Okay. Nette kleine Unterbrechung. Um den Reisetrott hier ein bisschen aufzubrechen. Trotz allem müssen wir wirklich mal nach Windhelm kommen. Ich will die Sache mit den Kaiserlichen jetzt wirklich langsam mal abschließen. Okay, Straße folgen und praktisch immer nach Norden. Dann kommen wir dort an. Moment mal ganz kurz. Das haben wir doch schon erledigt. Okay, so lustig das auch ist, immer mal wieder einen Bär und einen Wolf zu erledigen und so. In dem Tempo kommen wir nie in Windhelm. Ich ignoriere die Sachen jetzt einfach. Wir reiten durch. Einzige Ausnahme, vor uns taucht ein rosa-roter Drache auf und erzählt uns was von Einhörnern, die auf Regenbögen reiten. Den müssen wir dann nämlich eindeutig beseitigen, indem wir Ragen köpfen. Dann hat er nämlich Drogen genommen. Ne, im Ernst, also ein bisschen Konzentration mal wieder. Auf die Aufgabe konzentrieren, die vor uns liegt. Windhelm erobern, bei General Tullius melden.
Jetzt hatte ich ganz kurz Schiss, dass das ein Werwolf-Heulen ist. Es gibt nämlich mit Moonlight Tales nicht nur die Elite der Silbernen Hand, die Werwölfe jagen. Es gibt jetzt auch Werwolf-Events, dass man von Werwölfen angegriffen wird, die einen anstecken können. Wobei die zugegebenermaßen eher nachts auftauchen. So, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob wir hier beim... Ja doch, beim Gasthaus war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Bei den Göttern schon wieder ein Kampf. Ja, ja, komm. Mit so einem Wolf werde ich hier fertig. Nicht rumheulen oder so. Da vorne ist es schon. Windhelm. Sieht aus der Entfernung alles noch recht friedlich aus, möchte ich meinen. Ja, so viel dazu. Da brennt schon die Hütte und Barrikaden und so weiter. Da fliegen uns brennende Sachen um die Ohren. Ganz, ganz schlecht. Okay, wir bereiten uns auf den Kampf vor. Wie immer, speichern. Und dann schauen wir mal, wo wir General Tullius finden. Scheinbar haben die den Spaß schon ohne uns angefangen. Wir waren einfach zu langsam. So. Mein General, wo ist es? Mal hier oben gucken, vielleicht sehen wir was. Oh, wichtig, wir sollten unserem Pferd vielleicht sagen, dass es warten soll. Ihr seht nämlich, das versucht uns hinterherzukommen. Ja, jetzt steht es natürlich super offen da, aber... Es hält sich an schottische Gepflogenheiten und reckt dem Gegner den Hintern entgegen. Super. Okay. Immer noch kein General Tullius in Sicht. Doch, da vorne ist er. Oh, oh, oh. Gut. Hallo, Freunde. Na schön. Es ist Zeit, der Sturmmantel-Rebellion den letzten Schlag zu versetzen. Yay. Ihr habt an... Moment. Ohne Mampf kein Kampf. Kurz Pause. Satt und Durst gelöscht. Kann weitergehen. Und viel dafür geopfert, damit wir es bis hierher geschafft haben. Ulfric glaubt, er kann sich hinter den Mauern seines Schlosses verstecken. Aber wir werden uns hineinkämpfen und ihn aus den Trümmern herausziehen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Da dies der letzte Kampf der Sturmmäntel ist, werden sie bis zum letzten Atemzug kämpfen. Sie werden unerbittlich und gerissen sein. Aber sie sind euch Soldaten nicht gewachsen. Ihr seid die besten und mutigsten Krieger in Tamriel. Berufssoldaten. Furchtlos und zerstörerisch. Der Kaiser wird die heutigen Ereignisse aufmerksam verfolgen. Wo ist er denn? Wer sich hier positiv hervortut, wird großzügig belohnt werden. Alles bereit machen! Hinterher! Yep. Für das Kaiserreich! Für die Armee! Für meine Hose! Auf geht's! Nach euch, Mädels! Ladies first! Warum verschwinden die alle? Die mogeln doch! Okay, wir hatten ja eine Mod installiert, die die Städte für uns öffnen sollte. Das ist aber ein instanzierter Bereich, nur für die Quest. Da lässt sich ein Ladebildschirm nicht vermeiden. Okay, sollen die anderen die auf dem Marktplatz ablenken? Wir nehmen den direkten Weg, da wir uns natürlich im Windhelm auskennen. Nein, das lässt so schön bleiben. Okay, Leute, hier rechts lang, Treppe hoch. Durch den brennenden Schutt. Okay, euch nach. Nicht nach links, da geht's zum Marktplatz. Das ist schlecht. Rechts rum ist das Nobelviertel, da geht's leichter. Zwei Ziele. Barbas ist schon auf der anderen Seite von diesem... von der Barrikade. Okay, Punkt erreicht, an dem die Ziele nicht mehr brennen.
Das heißt, ab sofort steigen wir um auf das Dädrische Katana. Weil ist halt stärker und so. Ja. Merkt man zum Glück überhaupt nicht. Ja, was nun? Leute, wir müssen uns... Oh, oh. Und ihr wollt ein Krieger sein? Ja, aber ein cleverer. Vorsicht wieder. Solange ich das Ende vom Krieger lebe, kann ich den Anfang ruhig verpassen. So, hier müsst zum Palast gehen. Mir nach... Bin ich doof? Barbas, vor! Für den Kaiser! Ja, guter Barbas. Okay. Ja, ihr macht das gut, Mädels. Was machst du? Ja, ein bisschen eng, aber... So sparen wir uns das. Weil in dem Getümmel zu stehen, kann jetzt leicht tödlich werden. Ja, wie erwartet. Barbas ist einfach nicht aufzuhalten. Kommt, Leute. Ein Stück vorrücken, sonst dauert es hier ewig. Ich finde es ja toll, wie wir hier in Formation stehen können, aber... Ja, sorry, sorry. Ah. Oh, oh. Nicht gut. Ja, seht ihr? Kaum ist man in so einem Getümmel drin. Erstmal trifft man eigene. Das ist uncool. Und dann kriegt man von allen Seiten Dresche. Ich erwarte einen ziemlich epischen Endkampf gegen Ulfric, der ja auch den Weg der Stimme folgt. Also das könnte schon übel werden. So, willkommen im Burghof. Na, die haben alles zugemacht, bis auf diesen einen Eingang. Ja, dachte ich mir schon, dass die den Eingang zum grauen Viertel, wo die Ausländer leben, dass sie das zumachen. Also dann, nochmal kurz gespeichert. Und dann geht's zum Palast der Könige. Drachengeborener gegen einen, der den Weg der Stimme ebenfalls kennt. Sichert die Türen. Bereits geschehen. Ulfric Sturmmantel. Erstmal verhandeln. Des Aufstandes, des Mordes an Bürger des Kaiserreichs, der Ermordung von König Torek und des Hochverrats gegen das Kaiserreich für schuldig befunden. Es ist vorbei. Nicht, solange ich noch lebe. Trete zur Seite, Galmar. Wir sind hier, um Ulfrics Kapitulation entgegenzunehmen. Ich werde Himmelsrand niemals in die Hand eines korrupten und sterbenden Kaiserreiches legen. Himmelsrand gehört euch nicht, Ulfric. Nein, aber ich gehöre ihm. Genug! Ihr seid Verräter und werdet auch wie Verräter sterben. Ergebt euch und werdet öffentlich exekutiert. Wenn der gleichen Schrei durchgeht, will ich nicht davor stehen. Und werdet hier und jetzt durch meine Hand gerichtet. Das ist mir egal. Psst, ich werde eure Köpfe so oder so nach Cyrodiil zurückschicken. Und? Worauf warten wir? Für den Kaiser. War ja klar. Die Banner an der Wand sind ein wenig störend. Seid ihr bereit? Hey, wir haben unseren Kampf auch geschafft. Nun, Ulfric, diesmal könnt ihr mir nicht nachkommen. Okay. Warchief Bulwark, das ist so eine geile Rüstung. Und wir haben jetzt das komplette Set. Leider tragen wir es auch zu viel und können nicht mehr rennen. Wir brauchen 20 mehr Traglast. Oder Tragekapazität. Das heißt, wir packen uns mal kurz den Rucksack hinten auf. Damit passt nämlich wieder. Wunsch, bevor ich euch dorthin schicke, wohin?
wohin Leute wie ihr hingeht, wenn ihr sterbt. Sovngarde. Richtig. Und? Überlasst diese Aufgabe dem Drachenblut. Daraus lässt sich ein besseres Lied dichten. Ich will die Sache über die Bühne bringen. Was? Und keinen Schönheitspreis gewinnen. Also eigentlich haben wir für heute mehr als genug Leute um die Ecke gebracht. Wie wär's denn damit? Wir lassen ihn am Leben und kerkern ihn ein. Ne? Nun, ich bin selbst noch nicht damit fertig. Hallo, das muss so nicht enden. Ein König tötet keinen König. Komm, lass ihn gehen. Oder? Gefängnis. Talos sei mit euch. Was war das, Legat? Oh Mann. Nichts. Ich verabschiede mich nur. Nun, die Männer erwarten bestimmt eine Rede. Und wir müssen die Stadt diesem Freiwinter-Typ übergeben. Brunwulf. Ja, ich habe Männer geschickt, die ihn beschützen und hierher bringen sollen. Windhelm wird unverzüglich eine Regierung brauchen, wenn wir weitere Gewalt verhindern wollen. Die Armee wird für einige Zeit hier bleiben. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier zu weiteren Gewalttätigkeiten kommt. Oh, und Legat, es war mir eine Ehre, euch an meiner Seite zu haben. Als Zeichen meiner Wertschätzung sollt ihr mein Schwert haben. Ja, und jetzt im Hals, wird oder eine was? Rede gehalten. Los geht's. Oh, für eine Sekunde hatte ich mich richtig übel erschreckt. Okay, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Ich plündere ihn jetzt nicht aus, um ihn hier nackt zurückzulassen oder zu demütigen. Ich nehme das Zeug mit, um ihn zu ehren, wenn wir ein eigenes Haus haben, wo wir Figuren aufstellen können, denen wir Rüstung geben, dann stellen wir das aus, weil er war ein Held von Himmelsrand und sollte nicht in Vergessenheit geraten. Ansonsten, wenn wir ihn hier liegen lassen, kommen irgendwelche Plünderer und nehmen es mit und das sieht man niemals wieder. Wow. Rebellion ist vorbei. Ulfric Sturmmantel ist tot. Ja, an seine Seite stelle ich mich nicht. Die Il geschickt, wo er in der Kaiserstadt eine Turmspitze der Stadtmauer schmückt. Dieser Tag soll eine letzte Warnung für diejenigen sein, die sich selbst immer noch Sturmmäntel nennen. Wir übergeben die Stadt Brunwulf Freitinter, einem ehrenwerten und gesetzestreuen Mann. Viele von euch werden in Windhelm bleiben, um dem Jarl dabei zu helfen, die Ordnung wiederherzustellen und die letzten rebellischen Brandherde auszulöschen, die hier noch schwelen könnten. In Anerkennung eures beispielhaften Einsatzes verdopple ich euren Sold und die Entschädigungszahlen an die Witwen eurer gefallenen Kameraden. Juhu, das Doppelte von Null ist immer noch Null. Ich bin stolz auf euch alle. Es lebe der Kaiser. Ruhm und Ehre seinen Soldaten. Ich hasse es, Reden zu halten. War gar nicht so schlimm. Ich hoffe, wir haben nicht soeben einen Märtyrer erschaffen. Oh, doch. Es wird garantiert Widerstand geben. In den Hügeln befinden sich zahlreiche Lager der Sturmmäntel. Sie werden zweifelsohne zuschlagen, wann immer und wo immer sie können. Aber wenn Ulfric sie nicht mehr aufstachelt, werden sie früher oder später aufhören und nach Hause zurückkehren. Ich hoffe, ihr habt recht, Legat. In der Zwischenzeit werden wir sie weiterhin aufspüren und ausmerzen. Ohne euch hätten wir das nicht schaffen können. Das Kaiserreich rühmt sich eurer Erfolge. Kommt, Recke. Es gibt immer noch viel zu tun. Die werden es sich zweimal überlegen, bevor sie wiederkommen. Das ist mal sicher. Nee, davon wäre ich nicht überzeugt. Ich fühle mich so lebendig. Vielleicht, weil du nicht tot bist. Ich fühle mich so lebendig. Okay, Freunde. Das war das. Ich schätze, damit endet die Questreihe
Der Kaiserlichen. Ulfriks Sturmmantel hat es hinter sich. Ein Ende, auf das ich überhaupt nicht stolz bin. Meiner Meinung nach falsch, ihn so hinzurichten. Er hätte trotz allem ein ordentliches Gerichtsverfahren verdient. Seinen Standpunkt klar machen. Und meiner Meinung nach ist der ganze Krieg einfach völlig unnötig gewesen. Wie Wilkas schon sagte, es gibt immer einen guten Grund zu kämpfen. Dieser Krieg hatte keinen Grund. Wenn er den Großkönig ermordet hat und das zu ihren Traditionen gehört, dass jeder den Anführer herausfordern kann und der Stärkste ist nun mal Anführer dann ist dem so. Wenn der König stirbt und die Jarl zusammenkommen, um einen neuen Großkönig zu wählen, dann sollen sie das machen. Da hat das Kaiserreich meiner Meinung nach kein Recht, sich da einzumischen. Und aus dem Grund werde ich dem Kaiserreich ab jetzt den Rücken zukehren. Wir legen die Rüstung des Kaiserreichs ab und sind damit ein freier Krieger. Wir werden uns den Gefährten anschließen, einem Verein mit mehr Ehre und Pflichtgefühl, wie ich hoffe. Und mit dem Bild verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns morgen wieder auf dem Weg nach Weißland. Bis dahin, haltet die Ohren steif, Freunde. Ciao.